Wenn man sich heute die Umsätze an der Wall Street anschaut, hat man das Gefühl, ist denn Feiertag in den USA? Ist das so ein halber Feiertag wie vielleicht der Tag nach Thanksgiving, der ja bald schon wieder kommen wird, wo dann die US-Märkte mittags schon zuschließen, Ortszeit, und dann im Grunde kaum sich etwas bewegt. So ist es auch heute, aber auffällig und ein großes Thema an der Wall Street ist das IPO-Desaster, ist das Desaster von Werten, die in diesem Jahr an die Börse gekommen sind in den USA und die fast allesamt bös abschmieren. Heute hat WeWork, dieser Highflyer, dieser Unicorn, seinen Antrag zurückgezogen, an der Börse gelistet zu werden. Aber sei es drum, die Märkte gehen heute ein bisschen nach oben. Window Dressing dürfte wohl heute das Thema sein. Nochmal am letzten Tag des Quartals die Werte kaufen, die ganz gut gelaufen sind. Deswegen, das sieht man dann auch in den Indizes, deswegen heute der Nasdaq besser, weil da eben diese Tech-Highflyer sind, die in 2019 gut gelaufen sind. Der Russell zum Beispiel, der war lange Zeit noch im Minus. Der Russell 2000 nämlich, der eben schlecht gelaufen ist in 2019. Dementsprechend ist da klar erkennbar, was eigentlich Sache ist. Aber das Ganze, wie gesagt, unter dünnsten Umsätzen. Wir haben jetzt im Spider, den maßgeblichen ETF auf den S&P 516 Millionen an Umsätzen, an gehandelten Stücken. Normalerweise ist so 60, 70 dann an einem Handelstag. Auch das ist relativ wenig. Früher war das alles viel mehr. Jedenfalls dürften wir da so bei 40 rauskommen, weil meistens ja die erste halbe Stunde sehr handelsintensiv ist mit sehr intensiven Umsätzen. Der Optimismus ist wieder da in Sachen Handelskrieg, weil Mnuchin am Wochenende gesagt hat, nein, diese Geschichte mit den chinesischen Aktien, die stimmt so nicht. Wir haben bisher keine Pläne, dass chinesische Aktien nicht an der Börse gelistet werden dürfen. Viele Sachen wurden da ausgespart von Mnuchin, etwa dass bestehende Werte delistet werden oder dass es Kapitalbegrenzungen gibt für zum Beispiel Government Funds, für Pensionsfonds, die dann nur bestimmte Summen in China investieren dürfen. Sei es drum, wir hatten dann eben auch den Tweet von Donald Trump, und dann muss man schon ein Algorithmus sein oder ansonsten so eine Gehirntransplantation hinter sich haben, dass man diesen Handelsoptimismus aufrechterhält nach vielen Jahren. Und da zitiert Trump einen amerikanischen Politikberater: nach vielen Jahren, in denen die USA zugeschaut haben, sind wir jetzt endlich aufgewacht und kämpfen gegen den Versuch Chinas, die dominante Wirtschafts- und Militärmacht zu werden im 21. Jahrhundert. Jetzt halten wir dagegen und sind eben jetzt dabei, richtig Gas zu geben gegen China. We are winning and we will win. They should not have broken the deal we had with them. Die hätten den Deal, den wir schon mit ihnen hatten, nicht brechen dürfen. Happy Birthday, China. Morgen ist ja der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Also das klingt mir jetzt nicht so nach wahnsinnig großer Annäherung, aber die Märkte wollen das Window-Dressing spielen heute und die Algos kümmern sich um Logik heute relativ wenig. Kommen wir aber zum Thema IPO, und da ist einiges gebacken. Wir sehen hier, dass wir im Grunde diese Börsengänge, die wir in 2019 hatten, die ja in diesem Jahr sehr, sehr zahlreich und auch volumenintensiv waren, dass die so stark abschmieren wie eigentlich noch nie. Hier die Grafik seit 95, jetzt sind wir dermaßen unter Wasser bei vielen Werten, wie es noch nie der Fall war. Schauen wir uns etwa mal hier die Grafik an. Da sehen wir die Performance der IPOs. Da gibt es ein ETF, das sogenannte Renaissance IPO Index ETF gegenüber dem S&P 500. Und da sind wir wirklich tief in den Miesen. Heute geht es noch weiter runter. Wir haben Smile Direct 41% runter seit IPO. Lyft 40%, Uber knapp 30%, Peloton, die kürzlich in die Börse kam, 16%. Und Slack, noch einer der besseren Unternehmen, 14%. Also da rappelt es in der Kiste, da ist richtig was los. Und wie gesagt, heute hat WeWork, dieses Unicorn, ein Delisting sozusagen, oder hat praktisch den Antrag zurückgezogen, an der Börse notiert zu werden. Normalerweise ist das kein gutes Omen für Risikoassets, wenn das nicht mehr klappt, wenn der Markt merkt, hey, die Bewertungen stimmen nicht. Etwa bei WeWork, die zwischenzeitlich, glaube ich, mit 40, 50 Milliarden bewertet waren. Das ist einfach Wahnsinn für ein Unternehmen, das Büroräume anmietet, langfristig anmietet, dann mit einer mehr oder weniger modernen Philosophie umgestaltet, das dann teilweise kurzfristig vermietet. Wenn jetzt wir eine Krise am Immobilienmarkt haben oder die Wirtschaft nach unten geht, dann sitzt WeWork auf langfristigen Mietverträgen, die man mit den Eigentümern abgeschlossen hat, aber die Mieter sind dann wieder raus. Also wie das funktionieren soll,
hat sich mir noch nie erschlossen. Jedenfalls sehen wir, dass die Bonds hier massiv abschmieren von WeWork, also die Unternehmensanleihen, die hier auf dem Markt sind. Und das ist so ein bisschen typisch für all diese Geschichten, die da im IPO-Markt passieren. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Ausweis der Risikobereitschaft ist, einer Mentalität, die letztendlich dafür sorgen muss, dass die Märkte nach oben gehen. Wir haben insgesamt jetzt immer mehr Warnungen auch von US-Konzernen. Wir haben etwa, und das wollte ich Ihnen hier zeigen, Morgan Stanley, die heute nochmal gesagt haben, der Zyklus ist zu Ende, Leute. Wir sind nicht mal mehr im Spätzyklus. Wir haben jetzt einen neuen Zyklus, einen negativen Zyklus. Und das zeigt sich, so Morgan Stanley, in der sehr, sehr guten Performance von defensiven Werten. Wenn wir uns mal an den USA die Aktien anschauen, die gut gelaufen sind, dann sind das REITs, das Immobilienwerte, Utilities, Versorger, also diese ganz konservativen Langweiler-Aktien sozusagen, die normalerweise nicht gut laufen, wenn wirklich die Stimmung an den Märkten gut sind, die eben defensiv sind, so eine Art sicherer Hafen sind, so ein Dividendenplay sind, die laufen hervorragend, während eben jetzt andere nicht mehr laufen und man fühlt sich bei Morgan Stanley so ein bisschen an das erinnert, was jetzt im letzten Herbst passierte. Ab Oktober ging es ja, ich hatte es heute Morgen im Videoausblick gesagt, ging es ja dann doch ziemlich herb nach unten, dann im November nochmal die Erholung letztes Jahr und im Dezember dann nochmal der krasse Abverkauf. Wir haben insgesamt heute dann auch wieder schlechte Daten bekommen. Wir hatten den Chicago Einkaufsmanager Index mit 47,1. Praktisch alle wichtigen Komponenten sind sehr, sehr stark eingebrochen. Alles kontrahierend. Also auch in den USA vor allem die Produktion jetzt schwer unter Wasser. Das Phänomen, das wir in China lange hatten, das wir in Europa nach wie vor haben, in Deutschland vor allem haben. Das haben wir jetzt eben in den USA auch und wir sehen vor allem auch so Dinge wie Employment, also Beschäftigung geht zurück. Das wird früher oder später auf den amerikanischen Arbeitsmarkt dann auch Auswirkungen haben. Wie es eben jetzt beginnt, auch im deutschen Arbeitsmarkt langsam so ein bisschen zu brodeln. Kurzarbeit, befristete Verträge werden nicht verlängert etc. etc. Das sind die Dinge, die dann alle kommen. Wir sehen diese Abwärtstrends eben hier auch ganz klar. Employment geht nach unten. CapEx geht nach unten, CapEx ist Capital Expenditure, also die Investitionen der Firmen, diese Investitionen sind faktisch zukünftiges Wachstum, wenn die unterbleiben, wenn die schwach sind, wo soll das Wachstum dann herkommen, möchte man sich fragen. Das Problem der Amis, warum vielleicht die Fed reagieren muss, ist das hier. Wir sehen hier die derzeitige Verschuldung zum BIP in den USA, liegt bei knapp 100%, wird aber bald wohl in den nächsten Jahren auf 160% ansteigen. Und die Zinslast ist schon so extrem, nämlich wie ich schon mal gezeigt hatte, über 600 Milliarden Dollar pro Jahr, die die Amerikaner, der amerikanische Staat zahlen muss, dass die Fed wohl gar nicht anders kann als langsam mit den Zinsen runter, sonst ist das Ganze nicht mehr tragfähig. Gleichwohl ist der Dollar heute gesucht. Nachdem der Euro schwach ist, nachdem wieder schwache Inflationsdaten vor allem aus der Eurozone gekommen sind, erstmals wieder unter der 1,09er Marke der Euro, nachdem, wie gesagt, Verbraucherpreise aus Deutschland, die zunächst aus den einzelnen Bundesländern kommen, unter der Erwartung waren und damit die Sorge schüren, dass Deutschland lange noch nicht aus diesem Tal raus ist, dass das Schlimmste vielleicht noch bevorsteht. An den Aktienmärkten sieht man das nicht so wirklich. Die schauen wir uns jetzt mal an. Hier die Charts von Capital.com. Wir sehen den S&P 500. Keine großen Bewegungen, wie gesagt, kein Volumen. 2.982. Wir sehen den Dow Jones 26.981. Wir sehen die Tech-Werte heute stark. Die profitieren eben von diesem von Mnuchin geschürten Optimismus. Der Tweet von Trump wird geflissentlich ignoriert. Wir sehen den DAX derzeit stark. Der hat irgendwie gute Laune momentan. 12.435 hat sich wieder so ein bisschen nach oben geschlichen. Liegt vielleicht am Euro, der eben jetzt zwar wieder über die 1,09er Marke steigen kann, aber dennoch eben weiter unter Druck ist. Das gilt heute besonders für Gold. Jetzt sagen viele, ja, es ist, oder Agenturen, dort habe ich das gelesen, ja, es ist der Handelskrieg-Optimismus, der wieder da ist. Aber faktisch dürfte das mit China zu tun haben. Jetzt fällt jede Menge Nachfrage aus China weg. Die Leute sind im Urlaub, schlichtweg. Dieses über Milliarden, über 1,4 Milliarden Volk, da ist momentan wenig mit Goldnachfrage. Und das scheint man hier dann im Preis auch sofort zu sehen. Und wir sehen das auch. Crude Oil bei 55,0 nicht gerade gut aufgestellt ist heute. Die Saudis sind sich sicher, wer diesen Anschlag im Jemen gemacht hat. Der Iran wiederum hat gesagt, ja, wenn die Saudis den Krieg in
Jemen beenden, dann wären wir gesprächsbereit. Also auch hier wieder so ein kleines Entspannungssignal, was den Ölpreis ein bisschen belastet. Also es ist ein träger Auftakt, ein langweiliger Auftakt, ein Stück weit. Das IPO-Desaster ist noch eines der auffälligeren Dinge. Wir haben aber in dieser Woche wichtige Daten. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Wir haben am Freitag dann die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Das wird wichtig. Wir haben Stimmungsindikatoren. Da wird sich zeigen, ob der US-Konsument weiter anspart, ob er sozusagen schlechtere Zeiten erwartet. Und wenn der Konsum in den USA leidet, leidet sofort die gesamte Volkswirtschaft, die ja überwiegend dominiert ist, eben von Konsum. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Tschüss.